Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossout. Wir haben ein neues Fahrzeug und zwar, wie heißt das Teil nochmal? Das Arbeitstier, ein robuster Pickup-Truck mit einem starken Geschütz. Das Radar hilft, die richtige Position auf dem Schlachtfeld zu finden und das Maschinengewehr ist großartig, um Feinde auf Distanz zu halten. Ich glaube, was das Radar angeht, das zeigt einfach nur Feinde in größerer Entfernung an als ohne. Ich habe das Teil jetzt schon mal ein bisschen modifiziert. Ich habe jetzt doch schon so ein Benzinfass. Ich habe ja das Benzinfass direkt hier hinten reingepackt und da hinten drauf dann das Radar. Und ich glaube, das Benzinfass ist so halbwegs geschützt. Von vorne sowieso, von den Seiten geht das auch noch. Hinten, naja gut, das hier ist halt ein leichtes Ziel. Dann trifft man auch das Benzinfass irgendwann, wenn die von hinten drauf ballern. Gut. Wir müssen jetzt als erstes oder als nächstes besiege oder hilft dabei, 5 Feinde in Missionen mit Geschützen zu besiegen. Was meint der? Das hier ist ein Geschütz, die große Kanone. Das hier ist ein Maschinengewehr. Meint der Geschütz, mit Geschütz das? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, was er hier... ich habe schon mal 1-2 Runden gespielt. Sieht man auch wunderbar oben an Benzin. Einmal war es ein totaler Reinfall, der Raid. Und einmal hat es geklappt. Scar AB. Also... Bist du der Anfänger, der für so viel Lärm gesorgt hat? Ha, du bist nicht gerade das, was ich mir vorgestellt habe. Scar AB, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Wir werden Scavengers genannt, aber wir sind davon nicht beleidigt. Heutzutage ist die ganze Welt eine große Müllhalde. Diejenigen, die besser graben können, überleben. Beim Überleben hilft es auch, wenn man irgendwo in den Büschen sitzt und die Gegner irgendwo weit weg explodieren. Weißt du, was ich meine? Geschütze bedeuten Macht. Probiere es selbst aus. Ja gut, ich glaube, mit Geschütz ist halt das Ding da oben wirklich gemeint. Und wir können hier nochmal kurz reingucken. Ich habe das, ja, man hat hier halt im Profil so ein paar Informationen. Banner kann man hier noch ändern. Ich hätte ja gern auf den ersten Blick ihn hier als Avatar. Als Porträt. Prüfung gibt es hier noch, kann man sich anzeigen lassen. Abzeichen, die man nach jedem Match so bekommt. Medaillen, ich habe keine Ahnung. Garagen und unterschiedliches. Man kann auch das Wetter ändern. Okay. Bauteile kann man sich hier angucken und den Verlauf. Das war es aber soweit dazu. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen an den Aufnahmeeinstellungen gedreht, weil in den Matches sah das doch ein bisschen krisselig aus. Und ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal einen Spielmodus. Die Frage ist, was wollen wir denn jetzt machen? Wir könnten natürlich nochmal hier in das Abenteuer reingehen. Da wurde ich ja mehr oder weniger rausgeworfen durch Verbindungsabbruch. Ansonsten hätten wir natürlich hier Patrouille. Ist jetzt nicht so interessant. Hol dir den Metallschrott. Bekommt auch für beide Sachen dann Metallschrott. Okay. Dann diese Raids. Die wechseln halt immer. Ich würde wirklich sagen, wir gehen jetzt einfach hier in das Abenteuer rein und gucken uns das Ganze mal an. Mit H kann man hupen. Yay. Ich habe ja schon mal 1-2 Runden gespielt mit dem Fahrzeug hier. Die Kanone ist halt super. Aber die hatte halt nur so einen eingeschränkten Radius nach vorne weg. Aber das ist schon so eine Panzerkanone im Prinzip. Und das wäre halt auch zu stark, wenn die sich komplett drehen würde. Vorne haben wir dann noch so ein MG drauf, so ein kleines. Also, was ich jetzt nicht gezeigt habe, ab Level 5 kann man dann auch die Steuerung so ein bisschen umlegen von den Waffen her. Das MG ist halt jetzt auf der linken Maustaste und die große Kanone ist auf der rechten Maustaste. Gut, später gibt es wahrscheinlich noch größere. Müssen wir mal schauen. Und ich tucker jetzt hier so ein bisschen rum. Der ist halt jetzt nicht so schnell. Wobei 60 km/h ist jetzt, also bei denen, bei der Landschaft hier auch gar nicht mal so wenig. Und die braucht ein bisschen zum Nachladen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, so. Aber wenn man mit dem Ding trifft... Na komm schon.
Und die andere Sache ist, das sieht man unten auch an dem Symbol, das hat eine begrenzte Anzahl an Munition. Aber hier findet ja man ab und zu wie immer so ein bisschen Munition. Ich weiß auch nicht, ob das immer zwei sind oder ob das da noch unterschiedlich ist. Das sah jetzt nicht so aus, als ob ich damit getroffen hätte. Los. So. Ja, wenn man damit einmal trifft und gerade bei diesen kleinen Gegnern. Aber man sollte halt schon immer auf die Munition achten. Komm schon. Ich glaube, ganz ehrlich, ich halte mich jetzt mit denen hier nicht weiter auf. Es sei denn, die kommen dann zurück. Kleine MG da vorne hat ein bisschen größeren Radius. Perfekt wäre es natürlich, wenn ich das oben drauf... Boah, das könnte man natürlich dann auch noch ändern. Das mache ich vielleicht sogar noch, dass ich dann das... Obwohl, das kann ich gar nicht da vorne hinsetzen, oder? Gut, und gerade mit dem hier sollte man vielleicht dann auch versuchen, die Reifen abzuschießen. Damit man dann... Ja toll, du bist davor gefahren. Einfacher mit der großen Kanone trifft. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier mache, außer rumfahren und schießen. Ohne Sinn und Verstand. Ich schütze den Funkturm. Okay, gut, ich weiß doch, was ich hier mache. Dann machen wir das halt mal so. Also es gibt scheinbar auch so einfach Events in dieser... Ist das jetzt so, ja, eine offene Welt? Ach, verdammt, das war wieder daneben. Ja, das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Und natürlich, wenn man so eine Kanone hat, dann sollte man sich vielleicht auch erstmal mit den dickeren Fahrzeugen beschäftigen. Das ging auch daneben. Na komm schon. Und dann... Der hat mich da angekettet. Ist ja unglaublich. Mit so einer ollen Harpune. Komme ich eigentlich Schaden, wenn ich da durchs Feuer fahre? Ach, ja, das ist natürlich extrem unpraktisch mit den Dingern. So. Jetzt aber mal. Haben wir jetzt auch zerbröselt. Ja, das ist halt nicht so einfach. Gut, da stand ja vorhin in der Auswahl Stufe 3 und wir werden hier schon zum Teil echt gut beschossen. Aber das sieht eigentlich alles ganz okay aus. Und bisher habe ich auch so den Eindruck, mit dem Teil kann man eigentlich ganz gut rammen.
haben wir auch erledigt. Und ich hoffe mal, dass das dann mit der Videoqualität passt. Sonst muss ich da noch ein bisschen dran drehen. Ich werde da sowieso, glaube ich, noch im Hintergrund ein bisschen dran drehen. Event abgeschlossen. Reputation gab es dafür und gravierte Hülsen. Ja, wir sind schon ein bisschen angeschlagen. Da fehlt so leicht was hinten. Die Frage ist jetzt, wie kann ich denn reparieren? Reparatur! Ja, wir haben ja die Mission abgeschlossen. Von daher sollte das jetzt auch kein Problem sein. Ich weiß nicht, wenn man hier quasi aus dieser Karte rausgeht, bekommt man, glaube ich, dann... Ja, gibt es die Abrechnung mit der Reputation, würde ich mal drauf tippen. So, ich wollte eigentlich da hinten mal hin. Um mal zu schauen, was es denn da so für Aufträge gibt. Finde ich aber auf jeden Fall richtig cool, dass es dann hier auch so... Sind das Zufallsevents oder sind die immer vorgegeben und kommen dann... Ja, zufällig, aber halt an der gleichen Stelle. So, da möchte ich erstmal hin. Genau, wie kommen wir denn da am besten hin? Ich glaube, ich fahre erstmal hier runter. Das ist alles so ein bisschen gemächlicher. So, was haben wir denn jetzt hier? Die Herausforderung. Schau mal, unser Boss Fearshawk hier will sehen, was für ein Typ du bist. Also arbeite die Mission hier ab. Dann machen wir das doch. Alles klar, also dann ist das zum Teil auch noch diese Welt instanziert, das Ganze. Wir sollen 3 einfache Aufgaben erledigen. Gut. Jetzt haben wir hier eine reguläre Patrouille. Jeder will ein großes Stück Land. Deshalb müssen einfache Leute wie wir oft auf Patrouillen gehen. Überprüfe deine Munition und lass uns fahren. Machen wir das doch als erstes. Ja, vielleicht hätte ich das andere Fahrzeug nehmen sollen für diese Aufgaben hier. Die lasse ich da erstmal links liegen. Sei denn, die kommen gleich hinterher. Das war Nummer 1. So, das hätten wir dann auch. Dann kommt jetzt noch die dritte Stelle. Und dann hätten wir das soweit, glaube ich, geschafft. Nebenaufgabe abgeschlossen. Alles klar, da oben haben wir direkt die nächste. 1 von 3 haben wir jetzt schon, dann würde ich doch sagen, fahren wir erstmal dahin. Ja, ich glaube, das andere Fahrzeug wäre hierfür wirklich besser gewesen. Das wird dann alles etwas schneller gehen. Der hier ist so ein bisschen gemächlicher, aber hält dafür auch mehr aus. Was haben wir hier? Verlorene Fracht. Die Jungs und ich haben einen Scavenger-Truck gestoppt. Diese Narren haben ihre Beine in die Hand genommen und dabei einige Boxen verloren. Geh und sammle sie ein. Gucken wir mal. Okay, wir haben da einen blauen Kreis. Dann müssen wir mal schauen. Da sind jetzt so keine Symbole. Ah, okay. Also fährt man hier so ein bisschen rum. Wenn man nah genug dran ist, dann tauchen die hier so auf.
Okay. Gut, das sollte dann auch kein Problem sein. Wobei hier ist dann nichts mehr. Fahren wir erstmal in die andere Richtung. Das war Nummer 2. Und jetzt ist die Frage, links oder rechts? Ich glaube, ich fahre erstmal hier lang. Da haben wir was. Wunderbar. Gut, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Dann ist da hinten noch eine Mission. Dann machen wir die eben auch noch fix. Und dann haben wir das hier erstmal alles geschafft. Was müssen wir denn hier machen? Reibereien mit Scavengers. Als der Boss der Scavengers wechselte, wurden sie verrückt. Geh zu ihnen und zerstöre 2, 3 Autos, um sie auf Trab zu halten. So läuft das eben. Sie sprengen unsere, wir sprengen ihre. Wie romantisch, ja. Total. Dann müssten auf jeden Fall hier gleich irgendwo mal so ein paar Gegner auftauchen. Da haben wir doch schon wen. Das war jetzt auch hier der erste. Okay, gut. Dann haben wir direkt noch einen. Gleich noch ein paar mehr. Ja, treffen und so, ne? Also mit dem Teil ist das nicht so einfach. Das Gute ist an dem Fahrzeug, das hält eine Menge aus. Du hältst aber auch schon eine Menge aus. Wow, der hält echt eine Menge aus. Ich schnapp mir erstmal die Munition. Wir haben jetzt hier nur noch 5 Schuss. Halt echt nicht einfach. Am besten, ja, man schießt wirklich die Räder ab. Oder außer Distanz, da bewegen die sich noch nicht so schnell. Gut, dich hätten wir auch. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Jetzt ist die Frage, schlage ich mich mit denen jetzt hier noch rum oder fahren wir direkt zurück? Na komm schon. Bist doch so gut wie erledigt.
Das ging. Hallo? Wow. Okay, so. Wir haben jetzt nur noch 2 Schuss. Da haben wir gleich wieder Munition. Du bist gleich auch erledigt. Machen wir dich nochmal platt. Gut, ob das jetzt so sinnvoll ist, dann hier die Munition einzusammeln. Nein, nicht danke, sondern ich wollte mal gucken. Wir haben da hinten einen Pfeil auf der Minimap unten. Wofür ist der denn gut? Also wenn man hier schaut... Gute Frage. Ich habe mir jetzt die Dialogboxen auch nicht durchgelesen. Ich war beschäftigt. Ja, hier hätten wir direkt auch noch so eine Nebenaufgabe. Und man kann hier so Müllhaufen durchsuchen. Und findet da immer mal was. Wie zum Beispiel in dem Fall 2x Kupfer. Je mehr ich das Spiel spiele, desto mehr Laune macht das. Wir fahren jetzt da eben nochmal zurück. Aber ich würde dann auch sagen, das reicht dann erstmal. Für das Video. Nächste Mission. Ja, nee, gut, das lassen wir. Wir gehen zurück zur Garage und bekommen da echt nicht wenig Reputation für. Sind wir aber schon fast Level 6. Gab auch ein paar Ressourcen. Das sieht doch ganz gut aus soweit. Gut, dann würde ich sagen, wir machen da nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.